Was ist der Unterschied zwischen einer Stahlfelge und einer Alufelge? Welche Vor- und Nachteile haben große Felgen gegenüber kleinen Felgen? Das und vieles andere wird uns jetzt Marvin erklären. Marvin, tolle Felgen, die können sich super auf die Optik eines Autos auswirken. Aber ist es nur ein optisches Thema? Nee, natürlich kann ich auch ein anderes Fahrverhalten dadurch erlangen. Ah, da gehen wir nachher intensiver drauf ein. Ja. Aber jetzt erstmal, jetzt habe ich ein Auto, da sind ja wohl hoffentlich Felgen und Reifen drauf, sonst wird es ein bisschen blöd. Woher kriege ich denn überhaupt raus, was für Felgen ich da drauf machen kann? Und sind es immer nur die Größen oder welche Werte gibt es überhaupt? Also das ist ganz einfach, wir haben die CO-Papiere, da steht erstmal drin, was für das Fahrzeug überhaupt momentan zugelassen ist. Halt, ich blamier mich gerade, CO-Papiere? Was ja. Ist das? Die sind zusätzlich dabei bei dem Fahrzeugbrief, nicht Schein, sondern Brief. Hinten dran meistens, dran getackert in der Regel. Und da steht das alles drin, weil zum Beispiel haben wir ja auch beim gleichen Modell verschiedene Reifengrößen schon ab Hersteller und verschiedene Felgengrößen. Gut, dann werden ja die meisten im Zoll angegeben, ne? So 17 bis 20 Zoll kenne ich. Genau. Ist es nur die Größe oder können die auch in der Breite variieren? Genau, das eine ist die Größe, das ist die Zoll, steht meistens an zweiter Stelle, aber an erster Stelle steht mal die Breite. Ne? 8, 8,5, 7, da gibt es verschiedene Breiten. Gut, und da werden mir jetzt mehrere Zoll wahrscheinlich oft zur Verfügung gestellt. Genau. Bei Konfiguratoren kann man da oft eine Zollgröße größer werden, dann wird es 1000 Euro teurer. So ist es. Da gibt es aber noch einen Unterschied. Da gibt es dann noch die Einpresstiefe und die spielt auch eine Rolle. Das ist ganz kurz erklärt, ganz einfach, wie die Felge, die da ist, auf der Radnabe sitzt, ob die Felge vorne rausragt oder ob sie reinragt. Ja, über die eigentliche Radnabe. Also habe ich drei Werte. Drei Werte haben wir, genau. Und wenn ich jetzt mir selber welche suchen wollte, müsste ich diese drei Werte dann auch berücksichtigen bei meiner Felgensuche. Genau. So, jetzt sage ich, große Felgen sind in der Regel schöner, finde ich, also muss ich zugeben, haben aber auch Nachteile, hast du mir erklärt. Genau. Also was ich halt habe, ist zum einen bei großen und breiten Felgen, ja, also ich übertreibe jetzt gleich, dass ich ein schlechteres Fahrverhalten habe, teilweise, okay, das heißt, weil ich zum einen mal eine breitere Fläche habe. Ja? Das heißt, das Wasser oder der Schnee, der auf der Straße liegt, das muss auch verdrängt werden. Mhm. Ne? Wenn ich eine breitere Fläche habe, dann ist es natürlich schwerer, wenn ich eine kleinere Fläche habe. Sprich, Formel-1-Wagen werden zumindest hinten keinen Regen mögen. Ja. Genau, okay. Beispielsweise. Ja. Genau. Und das Zweite ist bei der Größe, jetzt gerade beim Lenken und so, lenke ich natürlich so einen kleineren Reifen viel, viel einfacher. Ja. Und schneller wie so einen großen Reifen, beziehungsweise die Felge. Ja. Wie wirkt sich auf den Verbrauch aus? Natürlich habe ich bei einem breiteren und großen Reifen immer einen schlechteren Verbrauch wie beim kleineren. Gut, reden wir aber nicht von einem Liter pro 100 Kilometer, das ist schon minimal. Nee, aber theoretisch, wer sagt, ich will so wenig wie möglich Sprit verbrauchen, der würde jetzt nicht zu 20 Zöller zurückgreifen. Dann gibt es ja eigentlich so zwei Welten vom Material. Ne? Welche Materialien kommen zum Einsatz? Ja, wir haben zum einen mal die Alufelge und die Stahlfelge. Und früher war alles Stahl, ne? Ja. Jetzt ist es fast mehr Alu, würde ich sagen, oder? Also schon ab Werk kommt eigentlich viel, viel Alu auf den Markt. Ne? Dadurch haben wir schon eher Alufelgen. Auch bei den Winter gibt es mittlerweile Alufelgen. Ne? Ah, da hat man früher immer gesagt, Winter, Salz und Alu mögen sich gar nicht, aber ist gar nicht der Fall. Ne? Nee, da gibt es mittlerweile halt die Art, dass man sie anders lackiert und dann habe ich auch eine Alufelge, die im Winter tauglich ist. Jetzt möchte ich aber gerne wissen, was ist der Unterschied? Wer hat welche Vorteile von diesen zwei Materialien? Ja, ich sage jetzt einfach mal die Vorteile von so einer Alufelge. Die sieht zum einen natürlich optisch meistens besser aus, würde ich jetzt mal behaupten. Weil die auch filigraner sein kann vom Material. So ist es, ja. Sie ist viel, viel leichter. Ja. Also auch für den Spritverbrauch besser. Und hat natürlich auch meistens eine bessere Wärmeableitung. Ja. Gut, von der Bremse aus kommend ist natürlich Wärme da in dem Bereich. Okay. Und da ist das natürlich besser, wenn ich eine Alufelge habe. Also bei Sportwagen würde man spätestens lieber Alu dann haben. Ne? Genau. Aber die die Stahlfelge hat auch ein paar Vorteile. Ne? Klar, also sie ist zum einen mal meistens günstiger. Das ist so der große Vorteil, den ich immer habe. Ja. Und sie ist halt winterresistenter. Und sie ist etwas härter, also wahrscheinlich gegen manche Beschädigungen so ist es. Robuster, genau. Wobei Alu ja etwas weicher ist, somit theoretisch ein bisschen mehr Fahrkomfort in der Theorie bieten würde. So ist Jetzt sind wir aber schon im Prozentbereich. Ja, ja. Ne? Gut, also sprich, beide Welten sind möglich. Genau.
Oft hat man als Zweitsatz für die Winterreifen trotzdem heute noch Stahlfelgen. Aber es spricht nichts gegen eins von den beiden Materialien aus der Optik. Ja. Jetzt abschließend, jetzt habe ich mir tolle Felgen geholt oder konfiguriert beim Neuwagen. Du kennst die berühmte, ich parke mal rechts Bordsteinkante und ich schramme die an. Und das tut ja auch weh. Kann man Felgen reparieren? Selbstverständlich. Da gibt es natürlich im Bereich Alufelgen viele, viele Dinge, die man tun kann. Ne? Muss da immer ein bisschen aufpassen, denn gerade diese hochglanzpolierten Felgen, die Felgen, wo quasi so ein bisschen so eine glänzende Optik außen haben, so eine Chromoptik. Ja. Ja, die sind heutzutage relativ häufig. Die muss man abdrehen. Das ist relativ kostenintensiv, ne? Geht auch, aber ist kostenintensiv. Die einfach lackierten Felgen, die lassen sich eigentlich relativ weit reparieren. Natürlich geht auch nicht alles, aber da gibt es ein relativ großes Spektrum und meistens denkt man, oh, die ist jetzt kaputt, aber es lässt sich noch reparieren. Okay, dann, ich meine, wir haben schon angesprochen, das kann auch teuer sein, Felgen. Klar. Du, da gehe ich in eBay oder Amazon, guck mal, was so aus China kommt. Was sagst du als Sicherheitsfetischist? Also ich persönlich würde das nicht tun, denn da gibt es viele, viele Dinge, auf die man achten sollte. Ja, zum einen, ob es auch eine ABE für diese Felgen überhaupt gibt. Also eine Zulassung, die überhaupt zugelassen sind für uns in Deutschland. Da sind die TÜV-Prüfer sehr, sehr eitel. Ne? Aber muss man aber auch zu sagen, es ist ja ein sicherheitsrelevantes Bauteil des Autos. Und wenn so eine Felge auf der Autobahn 160 irgendwie reißen würde oder kaputt gehen würde, dann wird es ja richtig gefährlich. Da hast du vollkommen recht, ja genau. Und darauf sollte man schon achten. Ja. Da gibt es eine KBA-Nummer, da ist eine ABE meistens hinterlegt. Aber dennoch wäre ich mir da nicht ganz so sicher, wenn ich das irgendwo kaufe. Sowas würde ich dann schon im Fachhandel kaufen. Ja, also da im Fachhandel. Wir können es natürlich auch anbieten. Was können wir anbieten? Wir haben eigentlich ein sehr großes Felgenportfolio und kennen uns da auch aus und ruft an, wenn ihr irgendwas braucht. Da können wir euch jederzeit helfen. Und auch bei der Reparatur, wenn mal Malheur passiert, sind wir für euch da. Super, ich hoffe, wir haben euch einen guten Überblick über das Thema Felgen geben können. Wenn noch Fragen sind, bitte ab in die Kommentare. Ich kenne seine Handynummer und kann auch sonntags morgens um 4 ihn anrufen. Und wir sind ja auch stolz drauf, dass wir bis heute jede Frage beantwortet haben. Freuen uns aber natürlich auch über jedes Kommentar, über jedes Like, auch jede konstruktive Kritik. Dann hoffe ich, dass ihr uns hier weiterhin im YouTube-Kanal vom Autohaus Walter aus Pforzheim begleitet. Dankeschön. Dankeschön.